Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield und Sarah möchte wieder mit mir reden. Du hast gesagt, du hast was für mich. Hab ich tatsächlich. Hier, bitte. Harz, Pigment, oh, danke schön. Pack ruhig was in meine Tasche. Ja, sie hat von mir übrigens auch die Silenced Regulator bekommen, damit sie die nutzt. Aber ich glaube, sie nutzt die nicht, weil sie die falsche Munition hat, beziehungsweise geklaute Munition. Ich glaube, dann nutzt die die nicht. Deswegen tausche ich jetzt gerade mal, dass sie ein paar von meinen bekommen quasi. Mal hier so bestätigen. Kann sie mal mit der spielen, wenn sie Bock hat. Ciao. Ciao. So, Luigi. Ja, und Absturz natürlich. Ist ja klar. Es war so klar. Fehleranwendung wird ausgeführt. Ding Mumm wird ausgeführt. Mensch. Ei vor Piepsch nochmal. Gerade hier Amazon gucken. Ich suche nämlich noch. Solange das Spiel startet, kann ich noch immer danach gucken. Ich suche nämlich eigentlich ein Grafikkartenkabel, aber ich finde es irgendwie nicht. Entweder bin ich zu blöd dafür einfach. Oder ich weiß einfach nicht, wie genau ich das haben will eigentlich. So. Oh, ich hab's gefunden. Nevermind. Alles klar, ich hab's gefunden. Ich hab vorher, ich hab so ewig danach geguckt jetzt. Beziehungsweise am Amazon geschaut und jetzt auf einmal finde ich es instant. Fuck. Ja, geil. Erstmal ein Schluck Cola. Natürlich Mineralwasser. Trink nicht zu viel Cola, Leute. So. Luigi. Wir haben Barrett gerettet. Woohoo! Ich hoffe, ich kann ihn auf mein Schiff einladen. Nichts verändert. Ich habe mich oft gefragt, wer wohl dafür sorgt, dass die Loge immer so sauber ist. Oh. Da. Hi, Barrett. Ich würde mal gerne in unser eigenes Zimmer tatsächlich abgehen. Fürs Warten. Bin auf Vektera aufgehalten. Das hier, oder? Das war meins. Ich meine schon. Ich meine, das war mein Zimmer. Glaube ich. Das Ding sieht so geil aus, ne? Das würde ich so gerne haben. Oder was ist das hier? Es lässt sich nicht öffnen. Unzugänglich. Schlafen in Besitz. Das ist Sarahs Rattenzimmer, oder? Oder war das mein... Nee, das war nicht mein Zimmer. Das war aber auch nicht mein Zimmer. Nee, dann war das schon das eine, wo ich war. Okay. Ich wollte mal gucken, was da so ist. Es Hi. Ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Es ist natürlich alles ganz großartig, aber... Ich wir stehen jetzt echt unter Druck, oder? Wir dürfen keine... Du spürst es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte, seit den Visionen, sie wirken einfach beruhigend. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Ja. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Fantastisch. Cool. Oh, Sturzschaden. Ich verbringe immer mehr Zeit hier. Die Geschäftswelt war interessant, aber das hier ist okay. Ich höre.
Können wir aufbrechen? Achso, sie ist nicht mehr dabei. Immer. Wo soll's denn lang gehen? Sarah! Schön, dich wiederzusehen. Achso, ich könnte erwarte jetzt... bei eurer Rückkehr ein paar spannende Geschichten. Ich versuche es. Aber sie können sicher nicht mit deinen abenteuerlichen Geschichten mithalten. Ich will mit Sarah weiter unterwegs sein. Ja. Okay, man kann also nur einen von beiden. Alles klar. Naja, dich Space Miner zu nennen, war vielleicht ein bisschen gemein. Ein bisschen. Entschuldige, dass ich deine Berufswahl beleidigt und Annahmen über deinen Charakter getroffen habe. Das ist mal. Meine Frustration gilt eher Barrett. Es ist nicht das erste Mal, dass seine Sperenzien eine unserer Missionen gefährden. Sperenzien. Es ist nicht fair von mir, das an dir auszulassen, zumal er diesmal offenbar richtig entschieden hat. Also, fangen wir von vorne an, ja? Walter Stroud, CEO von Stroud Eklund, Mitglied der Constellation und oft ein alter Miesepeter. Aha, cool. Willkommen an Bord. Danke. Ach, übrigens bietet die Loge neben Unterkünften auch eine Fülle an Mod- und Forschungsequipment. Du kannst hier Raumanzüge anpassen, Pharmazeutika herstellen, außerirdische Substanzen testen, einfach alles. Du kannst sogar Industrieteile für Großprojekte herstellen, sofern es dich nicht stört, auf einem nahen Planeten die nötigen Ressourcen zu schürfen. Okay. Ich bin ein großer Fan der Autarkie. Also nutze unsere Werkzeuge, um alles herzustellen, was du brauchst. Ja, sorry. Okay. Auf Wiedersehen. Stelle ein Item her oder modifiziere es. Ja, okay. Ja, Barry, du bist zwar cool. Du bist auch ein... Ich hätte dich gerne als Crewmitglied halt. Weißt du? Was gibt's? Vielleicht habe ich noch Technik, Teilchen, Robotik, Gastronomie. Oh. Danke. Ich habe sonst auch nichts mehr. Ja, ich weiß, deswegen. Ich habe dir gerade das letzte weggeholt. Du bist wohl der neueste arme Tropf, der in unsere kaputte kleine Familie gezerrt wird. Ach, Sam Coe. Wow, ich kenne ein paar dunkle Seiten der Aquila-Monde, aber wenn du eine detaillierte Geschichtsstunde willst, naja, da schlafe ich noch vor dir ein. Vertrau mir, sporn ihn nicht noch an. Korako übrigens, hi hi. Hi hi. Ein guter Lehrer hilft. Dad, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Sam? Nicht zu Kopf steigen lassen? Unmöglich. Ein Kompliment von der kleinen Cora? Und ich habe nicht mal Geburtstag. Also, kommen wir zum Geschäft. Hat Sarah dir von der Expedition erzählt? Yep, genau da fliegen wir hin. Wir drei fliegen nach Aquila, auf den ersten Planeten, den das Freestar Collective besiedelt hat. Und auf dem auch die Hauptstadt liegt, Aquila City. Wir landen auf dem Weltraumhafen, aber unser Ziel ist das Grenzland. Raues Gebiet, gibt viele Geschichten. Und ich kenne da eine Geschichte, die nur einen Schluss zulässt. Artefakt. Okay. Okay, wir treffen uns auf deinem Schiff. Dann unterhalten wir uns. Sobald wir auf Aquila landen, sind wir ein Team. Wenn du also vorher noch irgendwas alleine erledigen willst, sind Cora und ich einfach als Passagiere dabei. Okay, cool. Dann sind sie einfach Passagiere. Ich dachte, die bleibt da. Weil ich will eigentlich, dass Sarah... Sarah ist mein permanenter Begleiter. Die darf nicht weg... Sarah? Alter. Manchmal ist die gruselig, oder? Tür verriegelt. Oh. Waffenwerkbank. Hi.
Hi. Erstmal die Constellation leer looten, oder? Ich meine, die brauchen das doch nicht. Mach ich sogar. Komm, wir gucken uns das mal an. Das hab ich schon nie angeguckt, glaube ich. Wow. Orte primordiales Netzwerk im System Vega. Bringt 9500. Alter, den will ich haben. Das hinten eines bestimmten Planeten stellt die schwierigste Art noch. Achso. Aha, okay. Ja, egal, haben wir den mal angenommen. Sollen wir den auch mal machen? Ich meine, wir haben noch nie so einen Auftrag für die Constellation gemacht. Das wäre jetzt auch der perfekte Zeitpunkt tatsächlich, weil wir gerade ein neues, also weil wir gerade eine Mission abgeschlossen haben. Würde das gerade gut passen. Oh, Stofftier-Sternenfreund, den habe ich tatsächlich schon. Deswegen brauche ich den nicht mitzunehmen. Kuschelsaurus, ja! Ich nehme den auch mal mit. Egal. Ich will die alle haben. Was bist du denn? Hypnoadlampe. Ist eine Waschmaschine am Laufen oder was? 2400! Oh mein Gott! Danke, meine Fresse! 2400 für ein Buch? Das ist ein Buch! Heilige Scheiße! Ich habe euch noch gar nicht richtig von dieser Mission erzählt, die ich. Diese Kryo-Mission, die ich gemacht hatte. Also dieses Kryo-Labor, was ich eigenständig erforscht habe. Und da habe ich ja erzählt, dass ich da über, ich weiß gerade nicht den genauen Wert, aber dass ich da über 30.000 Credits oder so gemacht habe. Also, nee, wie war es? 100.000, ne? Ich habe über 100.000. Über 100.000 Credits und da waren dreimal Schmuggelware, die 13.000 wert war, viermal Schmuggelware, die 15.000 wert war, noch zweimal Schmuggelware mit 8.000, irgendwie sowas. Es war unfassbar krank, einfach nur, wie viel Loot da zu holen war. Das wollte ich euch nochmal so erzählen. So. Habe ich ja hiermit getan. Mit Schlössern kennst du dich aus. Holy fucking shit, ist das crazy. Ich glaube, wir haben eine fette Rüstung gefunden hier, ne? Ich meine, wir haben, was haben wir hier? Sturzschaden, erlittener Energieschaden, aber guckt euch mal bitte diese Stats an. Okay, Luft geht runter. Strahlung geht runter. Dafür geht Thermal und Korrosiv extrem hoch. Okay, es ist natürlich ein Constellation-Anzug. Masse geht runter. Ja, okay, das ist scheißegal. Energieschaden. Aber cool, Energie geht auf 136 hoch. Da bringen mir diese 15% gar nichts. 50 Sturz. Alter, ich glaube, wir können darauf wechseln sogar. Holy shit. Anzug MK1. Der sieht zwar nicht so geil aus, aber holy fuck. Den werde ich wahrscheinlich nicht nutzen, weil Tragehilfe ist overpowered. Auch wenn der doppelte Stats hat. Auch wenn der doppelte Stats hat, werde ich den nicht wechseln. Ja, und hier den werde ich auch nicht wechseln. Also, da muss irgendwas. Da müsste dieser Helm müsste die Stats haben, die ich auch will. Die ich selber auch haben will. Der ist tatsächlich auch gar nicht so verkehrt. Aber. Ja. Der hat halt Hackversuche und Chamäleon. Und Chamäleon ist aber geil. Ich meine, wenn ich hier irgendwie diesen Stat drauf machen könnte. Ich wünsche, ich könnte die Stats kopieren auf den. Dann würde ich den einfach opfern. Das ist ja so geil.
Aber holy fuck, der Anzug ist ja richtig krank stark. Man sieht, er passt auch noch zu meinem Outfit irgendwie so ein bisschen. Hallo? Ach so, so mach ich die Lampe an, ja. Okay. Holy shit. Nein. Nein! Fick dich, Spiel. Mann, das ist so ein Abfuck, ne? Boah, ich hoffe, dass, ne, in 3 Wochen, dass meine Grafikkarte da ankommt. Oder in einem Monat. Ich hoffe, dass das dann alles kein Problem mehr ist. Weil ich spiele Starfield auch auf dem Laptop. Auf dem Laptop. Mit einer 3050 Ti. Und das läuft flüssig. Ich habe zwar nicht die höchsten Einstellungen, aber es kann nicht an meiner Grafikkarte liegen. Die ist eigentlich doppelt so stark wie die RTX 3050 Ti, die ich jetzt drin habe. Deswegen kann ich das einfach nicht verstehen, warum hier so viele Fehler sind. Und ich will es einfach nicht wahrhaben, dass die Grafikkarte das Problem ist. Okay, es hat aber trotzdem gespeichert. Oh, Gott sei Dank. Oh. Unterdeck. Okay, gehen wir mal dahin. Erkunden wir mal die Constellation so ein bisschen. Ist das dann eigentlich ein Raumschiff? Weil Unterdeck heißt doch... was ist das denn? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Nee, sonst ist ja aber tatsächlich nichts. Ist das verwirrend? Warum ist das stehlen? Keinen Weg. Okay, interessant. Warum auch immer die eine Verbindung zu diesem komischen Raum da haben. So neugierig ich auch auf das Universum bin, es gibt doch nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Echt? So. Gut. Die sind mittlerweile in meinem Schiff wahrscheinlich. Schieß los. Hi. Brauchst du was? Ja, alles. Ciao. Sorry. Ich habe meinen Anzug noch nicht gewechselt. Boah, 120 SR, alter Schwede. Das ist so stark. Okay, gut. Lassen wir das. New Atlantis. Und dann würde ich sagen, machen wir diese eine Mission da noch. Und dann gehe ich tatsächlich auch wieder in die Offscreen-Arbeit über. Also ich werde dann wieder so ein bisschen, ne, Planeten erkunden und vielleicht Base bauen. Oder irgendwelche anderen Mini-Missionen, sage ich mal.
Ah, muss ich mal aber das Mikrofon muten. Weil gerade irgendwas im Hals. So. Wir müssen auch tatsächlich nicht zu meinem Schiff zurück. Ach, da muss ich hin. Nee, das ist doch die falsche Mission. Kannst du mir das bitte auf der Map anzeigen? Das ist zum Glück geil, dass man... Huch! Sternkartograf, besuche 20 Sternsysteme. Cool. 40 EP bekommen, ne? So, scan. Verlassene Freestyle Collective Garnison. Oh, dieser blaue Planet, Alter! Der sieht so geil aus. Das ist mein Thumbnail, Alter. Das wird einfach mein Thumbnail. Ist mir egal. Das wird mein Thumbnail. Gut. Der hat auch geile Ressourcen. Der hat Nickel, der hat Chlor, Argon, Blei und Wasser. Ja, wo landen wir denn am besten? Wir brauchen halt dieses komische... Ich lande mal da, Plateau. Weil die werden irgendwo außerhalb von diesen normalen Stationen sein. Übrigens, dieses Abzeichen da unten verändert sich immer wieder, ne? Oh, da oben ist was. LOL. Ist das schon das, was wir brauchen? Ist das schon das, was wir brauchen? Das wäre ja fucking witzig. Weil da oben ist direkt so eine Struktur. Das ist gar nicht so weit entfernt von uns. Ach, der landet da oben. Ja, okay. Ich will aber trotzdem bleiben. Holen wir unsere overpowerte Waffe mal wieder. Und seht ihr diese... Ich habe auch ganz viele von diesen Viechern tatsächlich gekillt. Weil die einfach viel... XP auch geben. Geräusche. Das macht einfach nur... Oh, guck mal da unten. Alter, ich will die alle haben. Guck mal, wie viel Level die haben. XP bringt das. Guck ich die XP an, die wir bekommen. Oh, wir hätten vielleicht so ein geiles Dings nutzen sollen hier. Müssen wir uns heilen irgendwie? Nö. Aber ich will XP Boost haben. Komm, gib mir einfach so ein Terra Dingsbums. Genau den hier.
ganzes Rudel ausgelöscht. Ich brauche tatsächlich die Ressourcen. Deswegen könnt ihr mir das alles gerne geben. Aber habt ihr gesehen, wie viel XP das gebracht hat? Das war sowas von krank einfach. Deswegen habe ich auch so schnell gelevelt, ne? Und ich habe nicht viel gespielt, ne? Das ist auch noch die Sache. Ich habe ja wirklich nicht viel gespielt. Auch hier gibt es Nickel tatsächlich. Oh, ich dachte, man könnte hier hoch. Ich dachte, das wäre ein Weg. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ja, geil, wie soll ich denn da hochkommen? Na, einmal außen rum, ne? Blei. Auch schon angenehm, ne? Mit dem 30 Meter Scan. Ich glaube, das hier oben ist genau das, was wir brauchen. Speicher mal kurz. Also, wie sollen wir denn da hoch? Wasser. Da hinten kann man hoch. Hier. So. Das sollte doch machbar sein. Wir fliegen ja fast hier hoch. Und wenn ich normal gehe, wird mein O2 sogar einfach so wiederhergestellt. Es kommt an den Bonus, den ich habe mit Empathie. Okay, wir sind oben. Hier war auch das Schiffsgedingse. Ich hab's mal angelockt. Oh, Level 30. Fällt dir wohl was ein? Du solltest das Viech ordentlich. Ich bin froh, dass ich gerade meine in Anführungszeichen Shotgun habe. Weil eigentlich ist meine Waffe ja ultra krank. Weil das ja eigentlich eine Waffe ist, die Maschinengewehr ist. Und ja, nur dadurch können wir so einen geilen Schaden machen. Ich will die XP haben. Egal. Hi.
Und wir sind schon fast wieder Level up, ne? Das ist so krank. So, Pflanzen scanne ich auch immer zwischendurch. So. Die Waffe ist so krank stark, ne? Ah! Komm, einmal scannen noch, dann haben wir die Wurzeln. Auf 100%, sehr gut. Süßwasserkaktus, nochmal Süßwasserkaktus. Wie gesagt, ich versuche schon, wenn ich auf dem Planeten erkunde, auch schon alles ein bisschen mitzunehmen. Chlor. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich das looten soll oder nicht. Level 21. Schon geil, ne? Wir haben jetzt einfach Level 21 gemacht. Und so geht das halt. So ging das halt super schnell bei. Okay, ne, Level 60er Gegner gekillt und noch ein paar Level 40er. Und ein paar Level 35er. Absolut kein Problem. Mit dieser Waffe vor allem. Aha. Ich will aber eigentlich zu diesem Schiff landen, tatsächlich. Der ist Level 30. Aua. Hi. Ich find's, so finde ich es jetzt richtig geil, weil wir endlich gegen Monster kämpfen dürfen, weißt du? Wir hatten vorher immer nur Menschenfights und jetzt kann man mal ein bisschen Monster killen. So, das dürfte doch bestimmt ein Ecliptic sein, ne? Das ist doch ein Ecliptic-Schiff. Ne, ist ein Vanguard. Ah. Ich nichts mit anfangen. Brauche gar nicht zu den Typen zu gehen. So. Meine Struktur, wo ich hin wollte, ist die dahin. So, wir gehen jetzt kurz dahin. Wenn ich die jetzt nicht finde, mache ich das offscreen. Ja, also. Das ist jetzt die letzte Folge, die ich aufnehme. Eigentlich ist es heute auch gar nicht Aufnahmetag. Aber ich wollte euch halt unbedingt so ein kleines Update zwischendurch geben. Das war so meine Intention. Ich falle auch immer wieder in diese scheiß Schlote rein, ne? Also, das ist unfassbar. Hi. Nein, jetzt stürzt nicht ab. Tschüss. Ich geh weg.